2, 1, go! Ja, hallo Leute, ich sag mal, schönes Spiel hier, farmmäßig gemacht, Wanderkar-Farm, Trailer gerade eben gesehen, ja, das Spiel hier, ja, hier sind natürlich diese Artikel, diese NFTs, die geernteten und ja, alle möglichen Artikel dann hier in-game im Spiel. Ja, einschließlich der Farm, dem Saatgut, Feldfrüchte, Vieh. Was haben wir hier? Ja, der Spieler entscheidet sich dafür, Samen oder Haustiere oder bereits beides zu kaufen, um sich auf ihrer Farm oder auf deiner Farm anzubauen. Je nach den eigenen Vorlieben oder den eigenen Eignungen der Umgebung, ja, die sie haben, ne? Jeder Art, was es gibt. Spieler können auf den Markt gehen, um Sachen dann zu kaufen oder zu verkaufen, ihre Farm weiter zu verarbeiten, also so ein Ökosystem, ne? Blockchains Ökosystem. Spieler können sich dann auch Samen und Haustiere oder dann kombinieren, neue Rassen züchten, ja, neue Produkte züchten, neue Produkte anbauen, neue Produkte farmen, ja, oder auch dann hier ähnlich wie bei Z1, digitale Pferderennen, ja, so seinen eigenen Stall auch hier erschaffen, ja, die gesamten Produkte kann man dann gucken, ja, die gesamten Produkte werden dann ja auf der Farm mit den Spielern in digitalen Assets ja gespeichert in diesem Blockchain-Universum. Ja, dann haben wir hier natürlich auch hier Farming, Mining, Crafting. Auf der Farm möchten wir die beiden hauptsächlich in Einklang bringen. Tauschen Sie die Spieler entspannt in einer tauchen Sie ab in eine entspannte, ja, zentrierte Spielumgebung, Bereitstellung einer Einnahmenquelle für jeden Spieler. Hört sich immer gut an. Ja, jedes Haustier, jeder Samen, jeder Seed hat eine Anzahl von Genen, eine andere Anzahl von Genen. Bei Verwendung einer genetischen Analyse zur Ermittlung der Genmutationsrate gilt, je höher die Genrate, desto höher die Wahrscheinlichkeit, einen Mutantenbaum zu erstellen. Ach, Mutantenbaum, aha. Ja, hier Straßenkarte. Aha. Da müssen wir uns alles mal anschauen. Auch jetzt frisch dabei.
Ja, hier sind die Leute, die dahinter stecken. Ne? Schauen wir uns mal an. Jo, hier die ganzen Leutchen, wie gesagt, dabei. Ja, tolle Truppe hier. Die ganzen Partner müssen wir uns mal anschauen. Ja, Leute, gehen wir mal rein. Schauen wir uns das Ganze mal an. Ja, gucken wir mal hier im Ökosystem rein. Was haben wir hier? Okay. Da gehen wir mal ins Spielfeld rein. Was haben wir hier? PDF-Datei. Ja, Leute, hier stellen wir auf jeden Fall ein. Schauen wir uns mal an. Da schauen wir uns mal an. Das Team haben wir Fahrplan. Was ist hier Fahrplan? Ganz frisch hier das Ganze.